So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Ich habe mir jetzt nochmal überlegt, nochmal was überlegt und habe gedacht, zu dem Video Sonnengott Ra, der wahre Gott, mache ich jetzt nochmal einen zweiten Teil, weil es doch noch ein paar Sachen gibt, die habe ich noch vergessen, die wollte ich jetzt doch noch anfügen. Ja. Ich habe ja im ersten Teil erklärt, warum es Sinn macht, zu Gott Ra zu beten, zum Sonnengott, warum es Sinn macht, ihn auch als den einzig wahren, unverfälschten Gott anzuerkennen. Ja, dafür gibt es auch gute Argumente. Ja, ich hab auch erklärt, was es mit den Gewalt- und Tötungsreligionen wie Christentum und Islam auf sich hat. Und ich wollte nochmal zeigen, und zwar habe ich da auf ein Video gestoßen, das habe ich noch ganz vergessen im ersten Video. Da gibt es ein Video, das heißt, ein Ex-Priester packt aus magische Rituale der Kirche. Ja? Und da erklärt ein Priester, der wo jahrelang in der katholischen Kirche drin war, was es wirklich mit den ganzen Ritualen der Kirche auf sich hat und dass die ganze Kirche, also dass der ganze christliche Glaube im Endeffekt nur mit Angst die Menschen an die Kirche bindet. Und auch, dass das Kreuz in Wirklichkeit auch als Todessymbol ist und dass es mit dem Kreuz eigentlich, ja, wie soll man sagen, die Menschen eigentlich von ihrer wahren Göttlichkeit einfach weggebracht werden und an die Kirche gebunden werden. Also der hat es ganz gut erklärt, dieser Schweizer ehemalige Priester. Ich würde euch das Video echt empfehlen. Wie gesagt, das heißt, ein Ex-Priester packt aus, magische Rituale der katholischen, der Kirche, Bewusst TV. Guckt euch das mal an. Das ist hochinteressant. Und dann möchte ich euch mal fragen, ja, wenn so ein, schon ein katholischer Priester, der voll in, also voll im Kloster war, der gefastet hat und so weiter und mit Leib und Seele 9 Jahre Pfarrer wird, wie kommt der plötzlich dazu zum Sagen, ja, vergesst die Kirche, vergesst das Kreuz, macht das Kreuz weg und lasst es sein, ja, sucht euren eigenen spirituellen Weg zu Gott. Da muss schon einiges passiert sein, ja. Und deswegen finde ich das ganz interessant, wenn da so ein Ex-Priester auspackt. Also ich würde euch auch wirklich dieses Video sehr ans Herz legen, dass ihr euch das mal anschaut, ja. Also, ich möchte noch hinzufügen, dass alles Schlimme, was man Menschen antun kann, ja, töten, unterdrücken, versklaven, ja, vergewaltigen, ja, ist durch die Religion wie Christentum und Islam die Menschheit angetan worden. Ja. Alles auf Grundlage der Religion und es wurde auch im Großen und Ganzen auch durch die Religion und durch die Bibel und Koran auch begründet. Ja. Und dann frage ich mich, brauche ich wirklich so einen grausamen Gott? Ja. Ich sage, diese ganzen Bücher sind von Menschen gemacht worden und sind von und haben den wahren Gott, den eigentlichen Gott, ja, den es gibt, total verfälscht. Ja. Und deswegen sage ich, wir müssen wieder zurück zum Ursprung. Und wenn wir zurück zum Ursprung gehen, dann kommen wir auf die erste monotheistische Religion. Und die erste monotheistische Religion war der Sonnengott Ra. Und so schließt sich der Kreis. Ja. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, warum zum Sonnengott beten? Die Sonne ist doch ein Gestirn, das ist doch kein Gott. Und dann sage ich immer, die Sonne ist Gestirn, aber auch Gott, das ist beides. Natürlich, mit unserer wiederbelebten Sonnenreligion, das kommen wir natürlich nicht von diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die es heute gibt, drumherum, ist ja klar. Ja. Also, das machen auch andere Religionen, dass sie auch die Naturwissenschaft auch anerkennen. Das ist ja okay, ja. Aber ich sag mal so, was wären wir ohne die Sonne? Was wären wir ohne das Licht? Ja? Das Licht, gerade das Licht hat in der esoterischen, spirituellen Bewegung, ist von hoher Bedeutung für das Gute, für das Positive, für das Reine. Wie ist denn, wenn die Sonne scheint? Wenn die Sonne scheint, fühlen wir uns gut. Jeder will doch, dass die Sonne scheint. Ja, warum? Ja? Weil die Sonne Göttlichkeit hat. Ja, das müssen wir einfach verstehen. Ja? Und deswegen sage ich, was auch Göttlichkeit hat, ist es auch wert, angebetet zu werden. Auf jeden Fall. Ja. Und deswegen sage ich, ja, ist der Sonnengott Ra, der wahre Gott, der eigentliche Gott, ja, der nur durch Menschen verfälscht worden ist. Ja. Lasst uns eins werden mit dem Licht wieder. Lasst uns eins werden mit der Sonne, mit dem Sonnengott Ra.
Und wie gesagt, deswegen habe ich dann auch die Gruppe gegründet und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, in die Gruppe einzutreten. Und lasst uns den Gedanken verbreiten, den Gedanken, dass eben der wahre Gott die Sonne ist, das Licht ist und nicht dieser verfälschte Gott der Bibel und des Korans. Dazu seid ihr herzlich eingeladen bei meiner Facebook-Seite. Ich kann es euch ja nochmal sagen, also das heißt die neuen Sonnenlicht, also Sonnen-Lichtanbeterinnen. Wir beten zum Sonnengott, ist unsere Facebook-Gruppe. Das soll als Grundstein sein für unsere neue Religion, die eine humanistische Alternative ist zu den Weltreligionen, also zu den Bücherreligionen, die den wahren Gott verfälscht haben. Okay, das nochmal soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt das Video, ja, gebt es mal einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, schönen sonnigen Tag und Licht und Liebe euch allen.